Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel FSV Frankfurt gegen Rot-Weiß Erfurt. Einen schönen Gruß auch in unsere Business-Räumlichkeiten. Hier unten, hier vorne die beiden Cheftrainer Stefan Krämer für Rot-Weiß Erfurt und Roland Fabeck für den FSV Frankfurt. Das erste Statement gehört wie immer dem Gästetrainer. Herr Krämer, Ihr Statement zum Spiel und wo Sie die Gründe für den späten Sieg Ihrer Mannschaft gesehen haben. Ja, erstmal schönen guten Tag alle zusammen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es ein typisches Drittligaspiel. Zwei gut organisierte Mannschaften, sehr intensiv, viele Zweikämpfe, nicht unbedingt Zauberfußball, aber wie gesagt hochintensiv. Nicht viele Torchancen, wobei die beste schon der FSV hatte, kurz vor der Halbzeit nach dem Kopfball. In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich nur zwei, drei Kleinigkeiten geändert. Ich denke, dass wir ab der 60. dann richtig gut drin waren im Spiel, hatten nur bei zwei, drei sehr guten Konteraktionen den letzten Ball nicht gut ausgespielt, haben uns dann aber weiter im Spiel nach vorne geschoben, hatten eigentlich so um die 70. rum angefangen, ein Übergewicht zu bekommen, hatten dann eigentlich die beste Chance im Spiel, wo Komlott an Pearson scheitert. Jetzt hinten raus ist das Tor dann noch gefallen. Vom Zeitpunkt her, denke ich, ist es dann schon glücklich, wenn so spät noch ein Tor fällt. Vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, denke ich, dass der Sieg aber nicht ganz unverdient ist. Und wünsche dem Kollegen, dem Verein, alles Gute für die nächsten Spiele. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Roland, bis kurz vor Schluss sah es eigentlich nach einer Punkteteilung aus. Das Statement aus deiner Sicht, aus der FSV-Sicht. Ja, im Grunde genommen sehe ich es genauso wie mein Trainerkollege. Ich denke auch, dass es in der ersten Halbzeit ein sehr intensives Spiel war, wo wir vielleicht oder wahrscheinlich ein bisschen mehr vom Spiel hatten. Ein, zwei gute Möglichkeiten, aber wir in meinen Augen sehr präsent auf dem Platz waren. Ab Beginn der zweiten Halbzeit hat man gespürt, dass uns irgendwie diese Präsenz abhanden gekommen ist, dass wir nicht mehr so gut im Spiel drin waren, dass Erfurt immer mehr aufgekommen ist. Und ich glaube, so ab der 60., 70. Minute hat man dann gemerkt, dass viele Spieler noch ein körperliches Defizit haben, dass wir teilweise platt waren. Marc Heidmeier beispielsweise musste dann mit Krämpfen mehr oder weniger raus. Wir waren dann eigentlich nur noch zu zehnt auf dem Platz. Und ich denke, dass trotzdem wir das Spiel dann nicht verlieren müssen, weil wenn du es dann nach dem Standard bekommst, ist es ärgerlich, dann musst du clever genug sein, dann eben 0-0 zu spielen, den einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Das ist uns nicht gelungen und insgesamt, glaube ich, war der Sieg dann für Erfurt auch nicht unverdient, weil sie einfach dann in der zweiten Halbzeit auch zum Ende des Spiels einfach torgefährlicher waren und einfach viel präsenter und von daher Glückwunsch an Erfurt zum Sieg. Vielen Dank, Roland. Kommen wir zu Ihren und euren Fragen, wenn es denn welche gibt. Kurzes Handzeichen und dann wird das Mikrofon von der Seite auch schon angereicht, wenn ich denn ein Handzeichen sehe. Der Kollege in der zweiten Reihe. Frage an Stefan Krämer. Unabhängig vom Sieg, war das die Antwort, die Sie erwartet haben von der Mannschaft? Ja, auf jeden Fall war es eine Antwort. Ja, wir haben ja einen ganz schlechten Auftakt gehabt gegen Halle, wo wir so ziemlich alles haben vermissen lassen, was uns eigentlich auch in der Rückrunde ausgezeichnet hat. Und wir haben uns dann Anfang der Woche vorgenommen, nicht viel zu quatschen und nicht viel zu erzählen und nicht irgendwelche Alibis und Ausreden zu suchen, sondern die Antwort dann heute auf den Platz zu geben. Das hat die Mannschaft über weite Strecken eigentlich gut gemacht. Deswegen freue mich riesig über den Auswärtssieg. Fußball ist Ergebnissport, aber ich wollte in allererster Linie eine Mannschaft auf dem Platz haben. Das war heute so. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Ja, dann sage ich für heute Tschüss. Wir sehen uns in einer Woche schon wieder hier. Bis dahin, alles Gute.